generieren wir hier aus den modellierten Sachen und aus dem 2D-Grundriss-Rechteck noch ein Möbelstück. Nutzen wir hierfür aus den Paletten die Bibliothek. Das Möbelstück können wir an entsprechender Stelle abspeichern. Hier wird der Projektpfad ausgewählt. Im Projektpfad wählen wir unser Projekt VT Neues in Altplan 2019. Legen unten eine neue Gruppe an, Möbel. Wenn wir die Gruppe angelegt haben, gehen wir in diese Gruppe rein und werden noch ein Element einfügen. Und wenn wir das unten ansteuern, werden wir ein neues Makro erzeugen. Das neue Makro bekommt in dem Menü der Makrodefinition den Namen Tresen. Dann müssen wir zwei neue Makrofolien definieren. Über Neue Folie definieren werden wir zuerst im Hintergrund die vorher vorbereitete 2D-Konstruktion auswählen. Mit dem Werkzeug Neue Folie definieren. Dann markieren wir dieses Rechteck. Bezugsecke ist die linke untere Bezugsecke, was übrigens auch die Dialogzeile anzeigt, wenn man das Menü noch ein wenig verschiebt. Bezugspunkt links unten. Dann haben wir hier eine Makrofolie mit den Eigenschaften erhalten, welche hier noch genauer definiert werden können. Dies ist die reine 2D-Darstellung. Definieren wir eine weitere neue Folie mit den 3D-Bauteilen. Bezugsecke links unten. Hier sind die Eigenschaften der zweiten Makrofolie definiert. Wir werden hier eine reine 3D-Darstellung nutzen bei der zweiten Makrofolie, deshalb wird das zweite Häkchen deaktiviert. Dann geht es auf OK. Man sieht, wie das Makro als Möbelstück in der Bibliothekspalette abgelegt wurde. Als letzte Aktion werden wir noch die Teilbildliste öffnen. Im Grundriss Erdgeschoss dort das Teilbild 111 per Doppelklick linke Maustaste aktivieren. Mit der Tastenkombi Umschalt F5 können alle Daten zentriert werden. Dann kann man natürlich noch für diese oder jene Perspektive in der Animation sorgen und den Tresen hier per Doppelklick linke Maustaste auswählen und dann an der entsprechenden Stelle im Empfang einbauen. Wenn der ausgewählt ist und an der Maus hängt, kann mit der Tastenkombination Steuerung größer kleiner Taste ein an der Maus hängendes Symbol oder Makro noch entsprechend gedreht werden und dann hier im Empfangsbereich, zum Beispiel an dieser Stelle, als Möbelstück platziert werden mit einem Klick. Dann haben wir hier unser extravagantes Möbelstück platziert. Wenn das Möbelstück noch eine weitere Eigenschaft bekommen soll, kann das Makro per Rechtsklick nochmal angegangen werden. Und die Verlegungsattribute können modifiziert werden. Denn Sie können den Höhenbezug hier bei den Verlegungsattributen aktivieren. Hier hinten reinklicken, um den Höhenbezug einzustellen, dass die Makrounterkante sich an der unteren Ebene mit Abstand 0 ausrichtet. Okay. Zusätzlich kann das Makro noch verkettet werden an die Bodenfläche des Raumes hier. Und außerdem kann noch die Bodenfläche beachtet werden. Wenn man das eingestellt hat, geht es auf Okay. Man sieht, wie sich das Makro durch unsere Einstellungen noch auf den Bodenbelag dieses Raumes ausgerichtet hat. Wechseln wir dann noch hier zurück in die Eigenschaftenpalette und mit der Tastenkombination STRG F5 sieht man wieder alle Daten zentriert.